Ich bin bereit, ich bin heiß. Du nicht. Wieso bist du nicht so weit? Tut mir leid. Cleo, es geht um das Wettangeln. Ich meine, du und ich, wir machen da doch jedes Jahr mit. Nein, tut mir leid. Ich kann nicht. Wieso nicht? Oh, weil dein Vater dieses Jahr Preisrichter ist. Nein, weil Angeln ja wohl Wasser bedeutet. Das heißt, ich könnte mit Wasser bespritzt werden und dann vor allen Teilnehmern mit einem Fischschwanz dastehen. Das Jahr, in dem ich endlich gewinnen werde und du wirst nicht dabei sein. Ich kann trotzdem zuschauen. Und wolltest du letztes Jahr nicht auch gewinnen? Ja, aber letztes Jahr hatte ich nicht das hier. Wow, ist ja klasse. Was ist das? Der ultimative Köder, von mir persönlich entworfen. Tja, der sieht ganz sicher ungewöhnlich aus. Tag, Mr. Sartori. Ist was kaputt gegangen? Nein. Nein. Das ist mein neuer Köder. Hat dir den jemand verkauft? Nein. Nein, den habe ich selbst entworfen. Was halten Sie davon? Als Preisrichter sollte ich mich nicht dazu äußern, weißt du? Ah, das kann ich total verstehen. Das wäre nicht fair. Abgesehen davon bin ich ja sowieso schon klar im Vorteil. Es wird lustig. Wisst ihr, außerdem kann Luis etwas Unterstützung brauchen. Emma? Komm schon. Ricky, was ist mit dir? Fischköder machen mich nervös. Ganz besonders in letzter Zeit. Wie auch immer, ich habe wirklich was Wichtigeres vor. Alles klar, Leute. Gebt eure Anmeldeformulare ab. Wir können nicht anfangen, bevor ich die nicht habe, okay? Sieht dieses Jahr wirklich nach ernsthafter Konkurrenz aus, Luis? Ja, ist doch auch besser so. Ich will schließlich die Besten putzen. Oh, tut mir leid, Luis. Ich hab dich gar nicht gesehen. Alle mal herhören. Das Wettangeln geht über 2 Tage. Der schwerste Fisch gewinnt. Rausholen, wiegen und wieder reinwerfen. Werft aus und Petri heil. Das kann doch jedem passieren. Was meinst du, wie oft ich schon gestolpert bin? Es war ein blöder Unfall. Das war kein Unfall, Cleo. Das warst du! Ja? Und was willst du jetzt machen? Komm, Luis, er ist es nicht mehr. Oh, deine Freundin passt gut auf dich auf, was? Hey, ich brauch keine Von Hilfe. Von wegen. Du kannst ja nicht mehr angeln. Amateur. Vergiss ihn einfach, Luis. Es ist nur blödes Gerede. Das ist mir doch ganz egal. Nate kann denken, was er will. Ich verschwinde. Was tust du denn hier? Was tust du hier? Ich hab zuerst gefragt. Ich hab zuerst gefragt. Wie alt bist du? 10? Ich helfe meinem Vater bei seinem Investmentseminar. Er ist einer der Vortragenden. Hab ich gesehen. Er wollte unbedingt, dass ich mitkomme und den braven Sohn spiele. Es ist komplett öde. Da hast du recht. Tja, es war wirklich reizend. Wieso wolltest du mich denn sehen? Der
deshalb. Du kannst meine Angel benutzen. Es ist ein Spitzenmodell. Du willst wirklich, dass ich bei dem Wettangeln wieder einsteige, oder? Ja. Du musst gleich wieder rauf aufs Fahrrad. Fährt, Cleo. Wie auch immer. Hör zu, du musst einfach auf diesen Steg stürmen und laut rufen: Hey, ich bin wieder da! Wieso liegt dir so viel daran? Tja, weißt du, das ist ganz einfach so. Das freut mich. Okay, ich mach wieder mit, ich tu's einfach. Klasse. Ja, das heißt, ich muss noch ein paar Änderungen vornehmen. Wow, 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 seht euch das an, seht euch das an. Hier könnt ihr was lernen. Schaut und staunt. Gut gemacht, Nate. 1,7 Kilo, Nate, du liegst in Führung. Hey, Louis, du kannst deine hübsche kleine Angel gleich wieder einpacken, Alter. Lass ihn fotografieren und wirf ihn wieder rein. Wow, ich hab einen. Das hat einer angebissen. Ist der riesig. Pass auf, sonst beißt er dir die Hand ab. Hey, krieg ich ihn als Köder, wenn du ihn nicht brauchst? Wie läuft's denn? Oh, gut, gut, super. Natürlich wär's besser, wenn ich mal einen anständigen Fisch fangen würde. Wo ist denn Cleo? Die ist wohl nach Haus, weißt du? Thunfisch-Sandwich? Oh. Das ist der erste Kontakt mit Fisch heute Vormittag, perfekt. Wow! Wow! Sieht aus, als hätte er was Großes am Haken. Einen alten Stiefel womöglich. Oh. Komm schon, komm schon. Gleich habe ich dich. Oh, wow. Seht euch den mal an. Der ist riesig. Mittagessen gibt's da drüben. Mein Vater hat mich hierher geschleppt und vergessen zu reservieren. Jetzt gibt es im Restaurant keine Plätze mehr. Na super. Ich hab dich da drin nicht gesehen, Zane. Du hast mal wieder was verpasst. Du hättest was lernen können. Ja, bestimmt. Mach dich nützlich und geh mal rauf in die Suite. Ich brauche meine Notizen. Unterhalt mich aber gerade. Sie liegen auf dem Tisch, nicht zu übersehen. Er ist echt ziemlich anstrengend. Wieso holt er denn seinen Kram nicht selbst? Weil er eine große Nummer ist und... Ich bin das nicht. Alles klar. Okay, man sieht sich später. Ich muss was essen. Hey! Ich weiß, wo wir was zu essen kriegen. Und zwar reichlich. Oben in der Suite. Das Hotel haut ordentlich was raus für mein Dad. Nein, ist schon okay. Der Kühlschrank ist voll. Und wenn er was vermisst, dann... Hey, dann wird er damit leben müssen. 7,3 Kilo. Tut weh, ihn wieder reinzuwerfen. Unglaublich. Vom Steg hier ist noch nie so ein Großer gefangen worden. Verrat uns dein Geheimnis. Oh, Geschick und viel Geduld sind wichtig. Na klar, aber das Wichtigste ist die Forschung. Also aufgepasst. Der Gipfel der Köderentwicklung. Mit diesem Schätzchen lockt man die ganz Großen an. Von mir selbst entworfen. Und von heute an kommen die auf den Markt. Vorbestellungen sind von genau jetzt an möglich. Also bitte, was sagst du dazu? Das ist ausgemachter Schwachsinn. Moment. Wie viele kann man bestellen? Ihr seht doch, was er damit gefangen hat. Sie haben? Drei? Gut, schön. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben. Das Hotel stellt meinem Vater eine Suite zur Verfügung, bei jedem Seminar. Hat schon irgendwie was, wenn man drauf steht. Tu ich nicht.
Man kann die Berge sehen. Wahnsinn. Echt irre, oder? Ja. Toll. Guckst du überhaupt? Ich glaub's nicht. Sie ist zu. Ich hab's gewusst. Ich musste was unternehmen. Kein halbwegs vernünftiger Fisch würde diesen Köder doch anrühren. Bloß mit etwas Überredung. Musste es gleich so ein großer Fisch sein? Luis tut doch andauernd nette Sachen für mich. Jetzt hatte ich mal die Chance, was Nettes für ihn zu machen. Einen Gefallen für einen Freund. Ist schon okay, Cleo. Ich verstehe das. Wir wissen, dass du Luis magst. Aber du musst ihm wirklich sagen, dass er den Fisch nicht gefangen hat. Das kann ich nicht. Dann ist er enttäuscht und er würde wirklich wütend sein. Es wäre ein Schlag für sein Selbstwertgefühl. Und außerdem, was ist daran schlimm? Klasse. Das ist ja perfekt. Du wolltest, dass ich mit hochkomme, oder? Hör zu. Wir sitzen fest, okay? Wie wär's, wenn wir mal ein paar Minuten so tun würden, als würden wir uns nicht hassen? Schön. Ich hätte nie zu diesem blöden Seminar gehen sollen. Ich auch nicht. Das Ganze ist doch reiner Nepp. Ach, wie kommst du denn bloß auf sowas? Es geht bloß darum, Mom und Dad um ihr sauer verdientes Geld zu bringen. Dein Dad und diese Typen da unten, das sind doch Betrüger. Ich werde dir nicht widersprechen. Na, Leute, was gibt's? Wollt ihr vielleicht noch ein paar Angeltipps? Luis, es gibt einen offiziellen Protest. Thunfische sind Tiefseefische. Die kann man hier nicht fangen. Ich weiß, das habe ich aber. Mit meinem neuen Köder. Das ist nichts weiter als eine Feder. Eine wirklich wirksame Feder. Luis, du wirst beschuldigt, geschummelt zu haben. Was? Betrogen? Nein, ich stand die ganze Zeit mit euch auf dem Steg. Tja, dann ist wohl jemand hingeschwommen und hat ihn in deinen blöden Köder anreißen lassen. Oh nein. Tut mir leid, Luis, aber mir bleibt keine andere Wahl. Ich schließe dich aus dem Wettbewerb aus. Was? Nein, 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 Mr. Satori, nein. Und ich denke, du solltest auch nicht mehr zu uns nach Hause kommen. Mr. Satori, was hat das mit dem Angeln zu tun? Du bist nicht der richtige Umgang für meine Tochter. Das wird deinem Dad nicht gefallen. Was hast du denn? Gar nichts. Du hast nicht vor, dich in einen Vampir zu verwandeln, oder? Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Wieso musstest du denn hier rausgehen? Was? Hast du Höhenangst oder sowas? Ist schon okay. Jeder hat vor irgendwas Angst. Ja? Wovor hast du denn Angst? Los. Nein, nein, vertrau ich kann mir. Nicht. Vertrau mir. Vertrau mir. Bitte tu so, als wäre ich ein Gemälde oder irgendwas, was du bewunderst. Ein Gemälde? Oder ein Speedboot oder ein dämliches Auto. Irgendwas, was dich glücklich macht. Geht's dir besser? Ja. Danke. Gut. Wo bleibt denn dein Vater? Das
Seminar ist seit einer halben Stunde vorbei. Louis, es tut mir leid. Ich wollte dir nur helfen. Womöglich hätte ich nicht so einen großen Fisch nehmen sollen. Oh, war eine super Idee. Wieso hast du mir nicht gleich einen Wal dran gehängt? Ich hätte wirklich lieber verloren, als zu betrügen. Du hast niemanden betrogen, sondern ich. Cleo, was mich am meisten stört, ist, dass du nie dachtest, mein Köder könnte funktionieren. Du hast nicht an mich geglaubt. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Nein, gibt es nicht. Ich bin draußen. Das war's. Bitte, Emma. Du musst einfach mitkommen. Ich schaff das nicht ohne dich. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich finde, du hast schon genug getan. Und außerdem ist es eine absurde Idee. Es wird klappen. Ich weiß, es gibt keinen Grund, wieso du mir helfen solltest. Das heißt eigentlich, gibt es einen. Louis. Okay, komm schon. Mein Dad ist das Letzte. Jedes Jahr vergisst er meinen Geburtstag. Das ist noch gar nichts. Meine hat mit mir im Südpazifik Urlaub gemacht. Was ist daran so schlecht? Er hat mich dagelassen. Oh. Ich war 10. Ich musste allein den Flieger zurücknehmen. Oh, okay. Ja, du gewinnst. Es ist wirklich schlimm, seit meine Mutter weg ist. Und ich glaube einfach nicht, dass mein alter Herr mich besonders mag, weißt du? Ach so. Also deshalb bist du so ein Idiot. Halt die Klappe. Weißt du, du musst ja nicht die ganze Zeit so sein. Ich war heute nicht mit meinem Vater hier. Ich bin allein gekommen. Und es gab auch noch Plätze im Restaurant. Ich hatte nur nicht mehr genug Geld, nachdem ich das Seminar bezahlt hatte, weißt du? Das Seminar hast du aus eigener Tasche bezahlt? Sau dumm, ich weiß. Aber wir sind eben nicht alle reich. Meine Eltern haben sich auch getrennt. Dauernd gab es Streit wegen Geld. Ich will mehr darüber wissen und mich besser absichern. Glaub mir, das blöde Geld ändert überhaupt nichts. Wirklich komisch. Ich dachte immer, du hast es so gut. Sieht nach Regen aus. Benutzt tatsächlich den Köder? Schwachsinn. Erzähl mir hier doch nichts. Ich weiß, dass du auch einen dran hast. Hm? Ihr vergeudet bloß Zeit. Die funktionieren nicht. Oh! 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 Schaut, schaut, schaut! Das ist unmöglich. Funktioniert nicht, hä? Gibt es noch mehr von diesen Ködern? Willst du die? Danke. Ich will nicht nass werden. Was ist los mit dir, Zane? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Du tauchst nicht auf beim Seminar und das Hotelpersonal gibt mir das hier. Wir wollten auf uns aufmerksam machen. Indem ihr meine Notizen ruiniert? So war das gar nicht. Ich habe nicht mit dir geredet und lüg nicht.
Also ehrlich, wenn du schon Zeit mit einem Mädchen verschwendest, nimm eine mit Zukunft, so wie die unten beim Seminar. Ihr Name ist Ricky. Und sie war eins der Mädchen beim Seminar. Nur cleverer. Sie ist nicht drauf reingefallen. Und übrigens, ich bin nicht dein Laufbursche, also hör bitte auf, mich so zu behandeln. Ich könnte sagen, war nett, sie mal kennenzulernen. Aber das wäre wirklich gelogen. Ricky, warte. Du hast noch mein Jackett. Ich habe zwei Ansagen zu machen. Louis ist wieder ganz offiziell beim Wettangeln zugelassen worden. Und er ist der unbestrittene Sieger mit dem schwersten Fang. Er schlägt den Zweitplatzierten um genau 5 Gramm. Ja! Ich möchte noch etwas sagen. Ich muss mich entschuldigen, Louis, dass ich an dir gezweifelt habe. Keine Ahnung, warum so viele Riesentunfische im Hafen waren. Oh, kommen Sie schon. Wenn er nicht betrogen hat, wieso habe ich dann keinen gefangen? Niemand mag schlechte Verlierer, Nate. Du bist Letzter. Find dich damit ab. Also dann, Leute. Weißt du, das Meer ist und bleibt geheimnisvoll, Louis. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Ich hoffe, wir zwei gehen bald mal angeln. Ich würde gern deinen neuen Köder ausprobieren. Ja, das wäre schön. Und ich hoffe, du hast mich nicht zu ernst genommen wegen der Besuche bei Cleo. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Oh, prima, tja. Dann komme ich heute Abend. Okay. Gut. Verzeihst du mir? Ja, unter einer Bedingung. Dass du mir nie wieder hilfst. Schöne Trophäe. Hey, wo warst du den ganzen Tag? Nirgends. Ich habe dich angerufen, aber du bist nicht rangegangen. Was hast du gemacht? Versucht, nicht in den Regen zu kommen.